Hallo, liebe Zuschauer, liebe Noobies, alle anderen, alles, was gerade zusieht. Willkommen zu einer Runde Bad Wars auf dem GommaHD.net Server. Das erste, was vielleicht auffällt, ich bin endlich verdammt nochmal lauter. Ja, ich habe irgendwie nach Jahren OBS benutzens, ne, herausgefunden, dank Zombay, an der Stelle Zombay, vielen Dank, dass ich mich lauter machen kann. So. Hi, ich bin lauter. Ja, das freut mich schon ziemlich, dass ich jetzt endlich mal lauter bin. Und ja. Das Erste, was ich sagen wollte. Ich bin lauter. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hell, ne? Falls ich zu hell sein sollte, tut's mir leid. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob jetzt alles okay ist oder ob ich zu hell bin, ne? So. Auf jeden Fall, gestern war der 1. April, ne? 1. April kennt ja jeder im Leben, ne? Der Tag der Scherze, so gesehen, ne? Da gibt es gute Scherze und schlechte Scherze. Ich finde zum Beispiel, gute Scherze waren jetzt zum Beispiel welche von Firmen, von Spieleentwicklern. Das sind immer die guten Scherze, so die von Firmen und Spieleentwicklern, so. Die fand ich auch schön anzusehen und zu lesen. Und dann gibt es schlechte Witze und es gibt YouTuber. Ne? Ich glaube, YouTuber haben ein extra Talent entwickelt für schlechte April-Scherze. So dumm es auch klingt, aber die meisten verkacken es. Ne? Deswegen mache ich auch keinen April-Scherz, weil mir zum Beispiel sowas nichts einfallen würde, was jetzt lustig und kreativ wird. Deswegen lasse ich es lieber, anstatt wie die meisten irgendwelchen Rotz zu machen. So. Hey, du bist voll der Hater, ja, ein bisschen, ne? Ja. Das war das Grundlegende, was ich dazu erzählen wollte. Ich sollte mal gucken gehen, was jetzt da abgeht. Nicht, dass jemand bei mir da irgendwie jetzt von hinten da sich an mich ranbaut, während ich hier am Action machen bin. Deswegen einmal gucken. Kontrollcheck. Der Gelbe kommt nicht zu mir. Okay, aber wir bauen uns rüber. Wir bauen uns aber rüber. Zum Beispiel der April-Scherz von Mr. Trashpack. Er war lustig, ist klar. Aber es war so ein April-Scherz mit einem Titel, wo man erst gleich wusste, dass es einer ist, wo man dachte, was? Ne? Weil in dem Moment hat man das irgendwie nicht geschickt, dass es ein April-Scherz ist. Halt mit dem Titel zusammen und so. Wenn jemand sich fragt, was ich denn jetzt genau meine. Es geht um den Titel, also er hat, wie war der Titel nochmal? Ich überlege gerade. Genau, Sextape von Bibi und Julian da, ne? Oder wie heißt der Freund? Heißt der Julian? Julian Bam, ne? Nein. Ich glaube, der ist aber auch Julian, ne? Bin mir unsicher. Irgendwie so hieß der Titel auf jeden Fall des Videos. Und es war halt in dem Moment auch eine normale WhatsApp-Folge, sag ich mal. Also aufgezogen und so. Dementsprechend gab es natürlich für ihn auch Hate von den Menschen, was ich in einer Hinsicht verstehen kann. Und ja, jeden halt seins auch, ne? Warum mache ich das jetzt? Wow. Also ich bin auch schon ein bisschen verpeilt gerade, ne? Ah, ihr könnt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben, aber es war so ein Titel, der auf jeden Fall die Leute anlockt. Die Leute haben auf jeden Fall dann auch raufgeklickt, ne, weil es auch ne, ist halt so einfach, ne. Ja, war auch nicht so lustig, er war halt, kann man schlecht erklären, ne. Am schlimmsten sind die, die dann immer die gleichen Witze machen. Ich höre auf mit YouTube. Warum bewegst du dich nicht runter? Hallo? Keine Lust? War da ein Block zwischen oder so? Ich meine nicht. Meiner Meinung nach war da kein Block oder so in der Nähe. Der Gommel-Scherz war auch ganz lustig. Ja, ich habe aktuell Admin-Rang. Also Fake-Admin-Rang oder YouTuber und die alte Lobby und so. Den fand ich ganz lustig. So. Was gab's noch? Heute habe ich erstmal noch einen Termin beim lustigen Finanzamt. Naja, lustig ist es nicht. Aber man hat da halt, man musste irgendwann im Leben als selbstständiger Mensch muss man in die Höhle des Grauens namens Finanzamt und mal sagen, yo, ich mache YouTube und wie sieht's aus? Ich würde euch gerne Geld in den Arsch schieben. Wie nennt man das? Ach ja, Steuern.
Das ist das Grausamste der Welt. Ich hoffe, man hört keine Hintergrundgeräusche. Aber das muss man einfach machen. Man muss es einfach machen. Und jeder selbstständige Mensch graut sich davor. Ne? Keiner will es gerne. Na, stirb. Pam, pam. Ich sollte mich ein bisschen regenerieren. Wow, du lebst immer noch. Na, geht doch, hau ab. Jetzt kommt auch noch ein anderer. Also, langsam reicht's dir aber auch, ja? Ah, grün ist geliebt. Ah, er wollte nicht fliegen, leider. So. Das Wichtigste sonst, der liebe Gronkh wurde 5 Jahre alt. Also auf YouTube. Und ihm gönne ich das einfach auch total. Dieses YouTube, alles was dazu gehört, weil er ist so ein Meilenstein der Let's Player-Szene meines Erachtens gewesen, einfach. Und er ist so ein Erzählonkel, dem man einfach gerne zuhört, dem man einfach gerne, er kann erzählen, was er will. Man denkt sich, oh, erzähl mehr. So einer ist er halt, ne? Ja, natürlich erwischte mich noch, ne? Über den Blog rüber. Er schreibt GG. Was ist daran jetzt GG? Ich lebe immer noch. Was ist denn los mit dem? Ich lebe doch noch. Wieso rennt der weg und schreibt GG? Muss ich das verstehen? Okay. Opferung. Selbstopferung. Machst unsichtbar. Ja, da kann ich nichts für. Er ist auch jemand, wie gesagt, ihm gönne ich das halt wirklich, weil ich höre ihm selber gerne zu. Er ist halt jemand, den kann man über alles zuhören. Ich wäre auch gerne so eine Person, dem man einfach gerne zuhören tut, einfach weil die Stimme vielleicht angenehm ist oder so. Sowas wäre man immer gerne als Let's Player. Was kann ich noch erzählen dazu? Ich wollte irgendwas erzählen, aber ich vergesse mal was. Genau, ihm gönne ich das auch alles, weil er ist ein ziemlich bodenständig gebliebener Mensch, weil ich denke, das liegt halt einfach daran, weil er die Seiten kennt, er weiß halt, wie die andere Seite aussieht, man hat kein Geld im Monat zur Verfügung. Weil er genau weiß, wie diese Seite ist, glaube ich, weiß er das auch alles so zu schätzen und deswegen ist er auch so bodenständig und nicht irgendwie protzt rum oder holt sich teure Sachen oder so. Selbst wenn sie sich teure Sachen holen würden, wäre mir das egal, ich gönne es jedem, der was erreicht hat im Leben alleine. Also das meine ich damit jetzt nicht. Aber er ist halt einfach ein bodenständig gebliebener Mensch. Das will ich damit halt sagen. Und das finde ich halt einfach toll. Zum Beispiel bei der Gamescom, da war ich ja. Der muss wenig Leben gehabt haben. Aber ich habe auch da rumgefuchtelt. Das ist ja wieder unglaublich gewesen. Eine Meisterleistung. So, ich war anscheinend wieder unsichtbar für den Süßen. Aber jemand hat mich doch auch gesehen. Manchmal sieht er mich oder was? Das ist ja richtig merkwürdig. Aber ich glaube, damit habe ich das Grundlegende, was ich erzählen wollte, erzählt. Dass ich ihm das halt wirklich auch von Herzen gönne. Er ist ein mega super Typ. Er hat auch so eine richtig super Community. Er hat so eine Community, die nach dem Livestream einfach da immer noch ist und schreibt und chattet und ja, ich hab Hacks. Und alles Mögliche. Deswegen. Er weiß auch, wie er halt mit den Leuten umgehen muss. So. Er ist halt einfach ein netter, super Typ. So. Schleim. Ne, ich wollte einfach meine Meinung sagen. So 5 Jahre Gronkh. Dass das wirklich ein Mann ist, dem ich das einfach wirklich gönne. Zum Beispiel. Gamescom. Da habe ich ihn das erste. Ich habe ihn einmal getroffen auf der Gamescom. Ich habe mich super mit ihm unterhalten. Richtig super. Habe auch damals ein Selfie gemacht. Auf Instagram gepostet und so, ne? Und im Livestream war ich dann mal wieder und da hat er mich halt gesehen. Und er hat sich direkt an mich erinnert und schreibt so, ah, du bist doch der und der, ich hab dich ja gesehen und ach, Mr. Mo, hallo, super, dass du da bist und so. Halt alles Mögliche so in dieser Hinsicht. Was ich halt auch bemerkenswert finde. Einfach aus dem Grund, weil
Einfach aus dem Grund, weil an dem Tag, er hat sicher eine Menge Menschen getroffen. Und dass er sich das dann immer noch merken konnte, finde ich halt echt erstaunlich. Dass er halt sich an mich erinnert hat, immer noch, obwohl er halt sehr viele Leute getroffen hat. Zeugt wahrscheinlich entweder davon, dass er ein gutes Gedächtnis hat, oder er einfach, oder ich vielleicht einen netten Eindruck auf ihn gemacht habe. Aber ich finde das halt schön, dass er sowas gemerkt hat und direkt sagt, oh, du bist das. Das finde ich halt cool. Das fand ich halt schön. Ne? So. Oh, ist schon rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol. Roffel. So. Ja. Da habe ich also so viel erzählt noch, ja. Das zu April und Gronkh ist 5 Jahre alt. Ne? Ich bewundere auch Leute, die den Chat da bei Gronkh im Livestream so, am Laufen haben, ne? Zum Beispiel den Pandoria, die macht das so super, die hat das alles im Blick, so, das können glaube ich auch nur Frauen, ne? Nicht böse gemeint. Ah. Sie spielt ja zum Beispiel Horrorspiele, das könnte ich gar nicht. Ich würde weinen, ich weine in der Ecke dann. So, das soll es auch gewesen sein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Typisch Bad Wars. Typisch Bad Wars, nein. Aber bis dann in der alten Gommel-Lobby mal hier am Stüssel, ne? Mit Admin Morgame. Was? Ich kann nichts schreiben. Warum kann ich nichts schreiben? Aber ich bin Admin, da.